Moin! So, Ansgar Krüger ist wieder hier in der Fun-Sport-Welt. Ich mache heute wieder mit euch einem Custom-Bild. Und zwar der Louis. So, es ist sehr low angelehnt, auf günstig angelehnt. Und ja, ich freue mich, wieder hier zu sein. Und wir fangen direkt an. Harris, was sagst du? Sehr nice. wir fangen Standard an mit den Grips. Lila, ODI, Soft. Sehr flexibel. Gehen wir weiter zu den Wheels. Nehmen wir hier die Anacuda Taipan White White in 110 mm. Mega geil. So. Hier sind wir schon bei der Fork angelangt. Nehmen wir auch die Anacuda SES in Black Black. Oh, dann kommen wir hier nochmal zu dem Hauptteil des Scooters. Das Deck. Und zwar, da haben wir heute das. Habe ich heute das Anacuda Black Black 57er V5 Deck. Und ja, es ist 57, es ist sehr lang. Aber Leute, vertraut mir. Vertraut. So lang ist es gar nicht. Gehen wir noch einmal straight darüber. Nämlich das Grip Tape. Das habe ich vergessen. Dann nehmen wir das Standard Anacuda Grip Tape. Schwarz mit dem kleinen Anacuda Logo hinten drauf. So Leute, jetzt sind wir hier bei dem Anacuda Headset in Lila. Mega geil. Direkt daneben ist die Blunt SES Clamp in Schwarz. Gehen wir weiter zu den Bars. Es ist eine T-Bar, die HIT Bar in Schwarz von Anacuda. In XXL groß, weil XXL ist gut. Deck, Wheels, Clamp, Headset, Grips, Grip Tape, Bar. Ja, alles. Passt doch. So Leute, dann gehen wir mal hier nach hinten. Mit vollen Armen gehen wir jetzt in unserem schönen. Ach ja, da war mein Maul. Wie findet ihr das? Moin Leute, ich bin jetzt hier angelangt. Teile stehen. So, Teile liegen hier. Ich bin bereit, den aufzubauen. Ja, ich würde ganz stumpf mal sagen. Timelapse. Leute, seht ihr das? So sieht's aus. Geil. So Leute, wir fetten jetzt ein bisschen die Fork. Nicht zu viel, nur halt ein bisschen. Und zwar hier unten. Damit sich das schön dreht. Headset. Zip, dann fetten wir oben die Headtube ein bisschen an dem Deck, aber auch wirklich, Leute, nicht zu viel, weil, ne, ist nicht gut. So, guck mal. Flutsch, ist er drinne. Bisschen Glide nehmen und dann, wie gesagt, die ist in Lila. Sieht Hammer aus. Oh, sexy, Digga. Richtig sexy. Feier ich. Oh, so ein Ehrenbag. So, Leute, die Klemme ist dran. Wir haben hier ein Headset Spacer dazu gepackt, Carbon. Und wie gesagt, die Lila Top Cap, damit matcht das einfach alles geil. Matcht das alles richtig geil. So, jetzt begeben wir uns zu den Wheels. Natürlich erstmal das weiße Taipan White White, 110 mm. So, bombenfest. Dreht sie auch. Chakuse. So Leute, der Unterteil ist schon mal, sieht schon mal bombenhaft aus, ist jetzt fertig, die Wheels sind dran, drehen sich beide, Bombe, ne? Geil. Jetzt gehen wir zu den Grips rüber. So, hier haben wir die Handschutzdinger, weiß ich nicht. Leute, ich habe mich schon, seitdem es die auf dem Markt gibt, da habe ich mich gewundert, Alter, warum braucht man so etwas? Braucht kein Schwein. Ihr habt hier selbst so eine kleine Einkerbung, da könnt ihr es einfach abschneiden. Dann habt ihr so einen perfekten Abschnitt. So Leute, ich bin fertig. Der Scooter klingt dialed. Farben lila, schwarz, weiß, das war's. Wenn euch das Video gefallen hat, liked und subscribed unser Channel. Kommentiert gerne, was für Farben, was für einen Style ihr gerne haben würdet. Und Rock'n'Roll, ihr Muschis, das war eure Ansgar Krüger. Bis zum nächsten Mal.